Hallo Filmfans und herzlich willkommen diesmal zu einer sehr, sehr kolossalen, epischen, dennoch irgendwie etwas anderen Kritik hier an dieser Stelle. Zu einem Film, auf den ich wirklich sehr lange gewartet habe und als ich ihn endlich gesehen habe, dann doch schon etwas nach hinten übergefallen bin. Wenn ich da mehr oder weniger auf einem Stuhl gesessen hätte. Dem war allerdings nicht so. Und ja, das war jetzt an dieser Stelle etwas vielleicht pseudometaphorisch an dieser Stelle gemeint, aber heute geht es um Colossal, das neueste Regiewerk von Nacho Vigalondo. Jemanden, der wirklich sehr, sehr viele schräge, irre, andersartige und irgendwie auch wahnwitzige Ideen hat. Und wenn ich vor allem so an Time Crimes denke, ein Film, der auch jetzt schon sicherlich mittlerweile 10 Jahre zurückliegt, der zum ersten Mal Vigalondo so dann doch ein bisschen mehr Beachtung geschenkt hat, vor allem aufgrund seiner sehr verschwurbelten Zeitreisethematik. Und er sich danach noch in vielen anderen Filmen ausleben durfte, auch ein Segment für The ABCs of Death namens A is for Apocalypse oder auch für VHS Viral sicherlich die beste Kurzepisode beigesteuert hatte, Parallel Monsters, tobt sich hier regelrecht aus, allerdings in einer ganz anderen Art und Weise. Und vor allem, wenn ich bedenke, vor über 2 Jahren haben schon News grassiert, dass Vigalondo zusammen mit Anne Hathaway quasi einen Monsterfilm namens Colossal macht. Und dann kamen die ersten Artworks raus und dann hat es irgendwann Klick gemacht und dann war ganz klar, dieser Film wird etwas komplett anderes sein. Und als dann der allererste Trailer davon rauskam, wurde mehr oder weniger dieser Gedanke bestätigt. Und der Film selber ist wirklich eine sehr, sehr positive und eine sehr tolle Erfahrung gewesen. Ein Film, der auf der einen Seite recht komisch ist, vor allem auch was den Humor angeht, der subtil eingebaut worden ist, aber auf der anderen Seite dann doch so eine bittere Tragik am Ende inne hat, die ich so habe nicht kommen sehen, absolut nicht. Das habe ich bestimmt nicht so erwartet. Ich habe wirklich eher so einen beschwingten, wahnwitzigen Film erwartet, in dem es vor allem zwischenmenschliche Beziehungen geht, um ja, Erwachsene, die eigentlich durch die Bank weg komplette Verlierer in ihrem Leben an sich sind, aber so ihr Dasein fristen und damit vollkommen okay sind. Und das gilt vor allem für Gloria, die seitdem sie arbeitslos ist, das New Yorker Nachtleben in allen Zügen genießt und ja, sich sehr stark mit dem Alkohol angefreundet hat und auch mit dem ein oder anderen Bierchen und mit anderen Spirituosen, mit denen sie sich beschäftigt und natürlich mit ihren Freunden tagsüber abzappelt und abfeiert und dass ihrem Freund Tim irgendwann nicht mehr so gefällt und er sie mehr oder weniger vor die Tür setzt, weil er die Schnauze voll von ihr hat. Und es wird dann Zeit, dass sich etwas grundlegend in ihrem Leben ändert. Und ja, sie zieht dann mehr oder weniger aufs Land, wieder in ihre Heimat, in das leerstehende Elternhaus, richtet sich dort rudimentär mit einer aufblasbaren Matratze ein, schläft allerdings mehr oder weniger teilweise im Sitzen ein auf dem knüppelharten Holzboden und das tut ihr natürlich sehr weh und merkt schon, dass sie so ein bisschen verloren ist, so wie sie im Moment lebt oder vor sich hin vegetiert, würde man schon fast sagen. Sie lebt in den Tag hinein, aber es passiert einfach nichts Grundlegendes. Und dann stolpert ihr irgendwann ein ehemaliger Schulkamerad, ich würde jetzt nicht wirklich sagen Schulfreund, über den Weg, denn da ist zumindest, wo sie noch Kinder waren, einiges vorgefallen oder eine ganz bestimmte Sache, die natürlich auch sehr essentiell allgemein für den Plot und für den späteren Twist ist, was ich auch relativ schräg und auch irgendwo albern fand, aber es hat irgendwie gepasst, sagen wir es mal so, und umschreibt auch mehr oder weniger auch den erwachsenen Charakter des Oscar. Und Oscar selber ist so jemand, der auch absolut nicht, sagen wir es mal so, auf der positiven Seite des Lebens steht im Moment, der einiges schon durchmachen musste, was der Film allerdings nur ansatzweise anreißt. Und ja, die beiden freuen sich wieder mehr und mehr an und dann gibt es dann natürlich noch andere Freunde wie Garth, aber auch Joel, der sich ein bisschen in Gloria verguckt und sie verbringen dann natürlich ein paar, ja, bierselige Nächte quasi in der Kneipe, die Oscar betreibt. Ja, und eines Tages wird mehr oder weniger die Stadt Seoul von einem eigenartigen Monster attackiert. Und zwar um 8.05 Uhr taucht diese Kreatur auf, morgens materialisiert sich, macht irgendwelche kuriosen Bewegungen, zerstört alles um sich herum. Und ja, eines Morgens kratzt sich Gloria am Kopf und das Monster macht genau die gleiche Bewegung. Und das macht sie dann relativ stutzig. Und damit nimmt der Plot erst so richtig Fahrt auf, wenn man sagen möchte, dass man hier wirklich einen typischen Plot vorgesetzt bekommt oder etwas mehr oder ein Film selber, der mit all diesen Klischees arbeitet, die man vielleicht von einem größeren Film erwartet, aber der Film macht einfach was komplett anderes. Und
Deswegen sollte man von diesem Film erst gar nicht erwarten, dass es wirklich ein reinrassiges Monster-Movie ist. Das Monster selber und auch eine andere Kreatur, die später hinzukommt, sind einfach reine Metaphern für zwei Menschen, die irgendwo in einer ziemlichen Sackgasse stecken, die ihr Leben irgendwie vielleicht neu ordnen müssten, die sich eventuell in eine positive oder auch in eine negative Richtung entwickeln könnten. Und ja, es werden natürlich auch sehr, sehr viele negative Gefühle, vor allem in der zweiten Filmhälfte angesprochen, wie Neid, wie Missgunst, wie Eifersucht, das kommt alles noch mit rein und das behandelt der Film relativ ernst, muss ich sagen. Denn allein schon bei der Idee hätte man eher so gedacht, dass Vigalondo auf ziemlich viele schräge Ideen setzt, auch mit sehr vielen visuellen Spielereien daherkommt, neben den wenigen Szenen quasi mit dem Monster und später mit dem Monstern an sich. Aber er hält sich ja komplett zurück und die Effekte selber sind relativ spärlich über den Film verteilt. Meistens sieht man die Kreatur oder die Kreaturen nur auf irgendwelchen Fernsehbildschirmen, wie sie sich gegenseitig belappen. Denn im Film selber ist das eigentliche Monster an sich nicht wirklich wichtig. Das ist nur so der ausschlaggebende Punkt, der zeigt, okay, das ist an sich das, was passiert, wenn sich all deine negativen Gefühle in etwas materialisieren oder wenn du mehr oder weniger ein Trauma hinter dir hast, was in deiner Kindheit passiert ist, was ich schon relativ interessant fand und der Film dann doch so ein bisschen tiefenpsychologisch geht und vor allem sich dann die beiden Hauptfiguren am Ende nichts mehr schenken, definitiv nicht, war ich umso mehr das eine oder andere Mal wirklich überrascht. Obwohl man sagen muss, ist, dass vor allem der Look des Films relativ bodenständig ausgefallen ist. Der Film hat sicherlich nicht so ein großes Budget, hatte 15 Millionen US-Dollar, sind dennoch mit reingeflossen. Das sieht man dem Film auch an, der Film hat einen schönen, hochwertigen Look. Das gilt auch für die paar Sekunden oder wenigen Minuten, in denen man quasi auch die Kreaturen auf der Leinwand sieht. Aber im Grunde genommen geht es mehr oder weniger darum, wie Gloria, aber auch Oscar ihr Seelenleben versuchen zu ordnen. Oder mehr oder weniger eine bestimmte Richtung einschlagen. Und das fand ich dann doch sehr faszinierend. Und vor allem Anne Hathaway, die sich in letzter Zeit wirklich sehr rar gemacht hat, verkörpert Gloria wirklich hervorragend. In meinen Augen sicherlich eine der besten darstellerischen Performances, die ich seit Ewigkeiten von ihr gesehen habe. Vor allem, wie sie schauspielert und so. Man könnte natürlich auch glatt denken, dass bei dieser Art von Film Overacting angesagt ist. Ist allerdings nicht so. Die Figuren sind wirklich sehr herzig, sehr bodenständig. Sie stehen irgendwo ja, in der Blüte ihres Lebens, aber auch irgendwo in der Sackgasse, wo sie nicht mehr rauskommen, weil sie einfach nicht mehr vom Erfolg geschmeichelt werden und versuchen natürlich ganz klar aus der Sache auch mit dem vermeintlichen Monster, was jeden Morgen diese Attacken ausführt oder sich auch mal zu einer Tanzeinlage hinreißen lässt, natürlich ganz klar davon zu profitieren und das funktioniert auch eine Weile lang, bis allerdings irgendwann ein ganz, ganz klarer Break kommt und so vor allem eine vermeintliche Freundschaft dann mehr und mehr anfängt zu kriseln. Und da könnte man ganz auch klar so ein bisschen auf diese Geschlechterrollen eingehen zwischen Mann und Frau. Man kann, muss ich sagen, ich habe unendlich viel in diesen Film hineininterpretiert und das fand ich wirklich schön. Auf der anderen Seite war es Colossal wunderbar zu unterhalten und natürlich neben Hathaway haben wir dann als ja, männlichen Gegenpart, sagen wir es mal so, Jason Sudeikis, den ich sicherlich noch nie so in so einer relativ ernsthaften Rolle gesehen habe, aber der die wirklich mit sehr viel Leben ausfüllt. Wo ich wirklich vor allem erst schon dachte, das ist wirklich ein sehr sympathischer Typ, das wäre eigentlich so dieser neue vermeintliche Love Interest, nachdem sie ja von Tim, der von Tennant Stevens verkörpert wird, den man vor allem aus The Guest oder Die Schöne und das Biest kennt oder auch aus der wirklich richtig tollen X-Men-Serie oder etwas andersartigen X-Men-Serie Legion, hätte man so gedacht. Dann haben wir natürlich Austin Stowell, der als Joel daherkommt, auch noch etwas jünger ist, so in diesem Freundeskreis, und hätte sagen können, er ist vielleicht der Love Interest, ist allerdings nicht so. Und dann haben wir natürlich noch den guten Gast, der von Charakternase Tim Blake Nelson verkörpert wird, der auch schon mit den Coens zusammengearbeitet hat, der allerdings auch in dem total verkorksten Reboot Fantastic Four mit dabei war, allerdings auch in dem nicht sonderlich guten Der unglaubliche Hulk. So in Sachen Blockbuster nie wirklich ein gutes Händchen hat, aber wenn es um kleinere Filme geht, muss ich sagen, kann er jedes Mal glänzen, obwohl ich sicherlich ein bisschen mehr von ihm als Garth gesehen hätte. Denn Garth wird dann irgendwann mehr oder weniger aus der Handlung rausgestrichen. Es gibt nochmal so einen ganz kleinen Konflikt oder so ein Ärgernis. Und dann ist er einfach den Rest des Films leider nicht mehr da gewesen, was ich schon ein bisschen schade fand. Und das ist so allgemein der Cast. Der Cast weiß zu überzeugen, vor allem Hathaway und ganz klar Sudeikis stehen da drüber. Die produktionstechnische Seite kann man auch nicht meckern. Und auch der Score von Bear McCreary ist wieder mal wirklich richtig gut und wirklich auch sehr passend gewählt.
zu den einzelnen Szenen, aber auch so zu den Gefühls- und auch Stimmungslagen der Charaktere an sich. Und Kolosse ist ein Film, da muss man sich definitiv drauf einlassen. Ich habe es absolut nicht bereut. Ich hatte vornherein einfach nicht, überhaupt groß keine Erwartungen gehabt. Ich dachte, es ist irgendein bekloppter, wahnsinniger, irrer Film. Aber es ist ein Film, der wirklich sehr, sehr viel Herz, sehr, sehr viel Seele hat und dann doch wirklich einen sehr ernsten Weg bestreitet, was mich auch sehr überrascht hat und deswegen von mir wirklich gute 9 von 10 Punkte bekommt. Dieser Film ist eine ganz klare Empfehlung von mir, aber auch mehr so ein Geheimtipp, aber auf jeden Fall ein Film, den man sicherlich zumindest einmal mal gesehen haben sollte. Denn ich muss sagen, Vigalondo selber hat schon wirklich ein paar richtig, ja, irre, aber auch innovative Ideen mit an der Hand, auch wie er selber die Story hier aufbaut. Ihr könnt mir natürlich ganz klar in die Kommentare reinschreiben, ob ihr den Film schon gesehen habt, ob ihr ihn euch vielleicht anschauen wollt. Auf jeden Fall darf man da wirklich keine Monsterkomödie oder sowas erwarten, auch erst recht kein Julia X gegen den G8-Gipfel, der wirklich mehr so eine Monsterparodie oder auch gesellschaftskritische Parodie war. Das darf man hier nicht erwarten. Aber der Film selber ist auf jeden Fall komplett andersartig und sticht in diesem Jahr an Filmen, die ich vor allem auch im Indie-Low-Budget-Bereich gesehen habe, deutlich wieder hervor. Und das mag einiges heißen. Ja, ich hoffe, euch hat diese Kritik zu Colossal von Nacho Vigalondo gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder, entweder zu einer neuen Kritik oder zu irgendeinem anderen Video hier auf diesem Kanal. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Chris.